sehr verehrte Frau Wöhl. Ja? Ich hätte mal gerne eine Frage. In einer heißen Sommernacht. Was ist da? Würden Sie mich da ein Kaltgetränk bringen? In eine heiße Sommernacht? Ja, aber würde nicht. Ich frage es einfach nur. Ja. Würden Sie mich da ein Kaltgetränk bringen in einer noch heißen Sommernacht? Ich glaube, natürlich machen. Ja. Das ist schön. Ja, ist es. Und eine weitere Frage. Kommen Sie. Würden Sie mich da auch... Was denn? Eisglöckchen drin tun? Da täte ich Sie Eisglöckchen drin, da bin ich sicher. Auch? Täte ich, ja, und täte ich. In einer noch heißen Sommernacht? Ja. Würden Sie mich auch kalte Umschläge... reichen. Ich würde Ihnen die reichen. Ja, kalte Umstände bekämen und Sie. Und in einer noch heißen Sommernacht. Dennoch? Würden Sie mich da denn auch... Was noch? ...den Ventilator mal ausleihen? Den Ihrigen. Mein Ventilator? Ja. Aha. Ja, wieso nicht? Und letzte Frage. Ja. In einer noch heißen Sommernacht. Komische Frage. Würden Sie mich da auch Schnippelbohnensuppe machen? Selbstverständlich, was gut ist gegen der Kälte, ist auch gut gegen der Hitze. Sie würden mich... Würde ich? Schnippelbohnensuppe machen. Ja, dir. Ich glaub, das sagt die an jedem. Es war eine heiße Sommernacht und ich hatte Hunger und ich wusste nicht genau, worauf. Ich dachte, was soll ich essen? Friteur kannst du vergessen. Und der Aldo, der hat lang schon nicht mehr auf. Im Traum, da sah ich die Böhnchen in den Kessel voll Suppe und die Böhnchen wollten in meinen Mund. Und ich hörte die Tönchen von den leckeren Böhnchen. Und ich bin da ganz ehrlich, ich glaub, ich hab im Traum, glaub, ich hab im Traum, glaub, ich hab im Traum auch gepuppt. Und da sah ich Frau Wöhl und sie sprach zu mich, als ich träumte von der Schnippelbohnensuppe. Lass das Zeug aus dem Leib, allein ich sage dich, es hat sich schon einer ins Tod gepuppt. Lass die Schnippelbohnensuppe aus dem Mund, weil Schnippelbohnensuppe ist ungesund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Wenn ich dich das doch sag, kannst du mich da doch glauben, Karl-Heinz. Baby, lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Weil Schnippelbohnensuppe ist ungesund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Wenn ich dich da doch sag, kannst du mich da doch glauben, Karl-Heinz. Baby! Ja, jetzt lag ich im Bett, mich war es schwarz vor der Augen. Schnippelbohnensuppe, die habe nicht. Die zu essen würde ich mich nie im Leben trauen, wenn der liebe Frau Wöhl auch nur ein klitzekleines Wort, klitzekleines Wort, nur ein Wort da jeden spricht. Also träumte ich weiter, mehr es wurde nicht besser. Frau Wöhl, die hat mich dann erfreut. Sie sagte, Böffel mit Pudding oder mit Marmelade wären jetzt für dich die allerletzte Ausweichsmöglichkeit. Und lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund, weil die Schnippelbohnensuppe ist ungesund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Wenn ich dich das doch sag, kannst du mich da doch glauben, Karl-Heinz. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund, weil Schnippelbohnensuppe ist ungesund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Wenn ich dich das doch sag, kannst du mich da doch mal glauben, Karl-Heinz. Baby, lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund, hab ich gesagt. Du sollst der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund lassen. Lass der Schnippelbohnensuppe aus deinem Mund. Lass sie aus dem Mund, der Schnippelbohnensuppe. Kann man 1000 Mal sagen. Und da pupst du wieder, da pupst du wieder, da kommst du wieder gelaufen. Lass der Schnippelbohnensuppe aus dem Mund. Weil
Schnippelbohnensupp ist ungesund. Lass den Schnippelbohnensupp aus dem Mund. Weil Schnippelbohnensupp ist ungesund. Lass den Schnippelbohnensupp aus dem Mund. Mann, ich habe dich doch gesagt, ist ungesund. Lass den Schnippelbohnensupp aus dem Mund. Dummer Junge, sie muss alles besser wissen. Die ist ungesund. Schnippelbohnensupp. Pupste, wa? Geht fortlaufen hier. Ja, ja. Hab aber Pfanne. Ah ja, müssen selber wissen.